Und damit herzlich willkommen zurück zu Beyond Two Souls hier bei Explorer IP und du siehst die Statistik aus der letzten Folge. Mal schnell weg damit und wir springen ins nächste Kapitel. Mein imaginärer Freund, Aiden. Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Komm, lass uns einen Schneemann bauen. Oh. Es weihnachtet. Mir ist langweilig. Irgendwann hier können wir nirgendwo lang. Wir sollten uns schon vorher was anziehen, oder? Jody, wo gehst du hin? Nirgends. Ich wollte nur rausgucken. Warum können wir uns... Ich will einen Schneemann bauen. Okay, wir können wirklich uns umschauen. So, ja, Entschuldigung. Aiden erschreckt uns. Nein, komm. Ruf da. Okay, hier können wir nichts machen. Hey, Feenblüte! Willst du mit zu mir nach Hause kommen? Zum Tee? Oh ja, ich liebe Tee. Okidoki, wir nehmen mein Auto. Ein tolles Auto! Ja, selbst ausgesucht. Und es fährt richtig, richtig schnell.
Sind da, na gut, dann los, hier lang. Was für ein hübsches Haus du da hast. Ja, es gefällt mir sehr. Ich habe es von meinem Mann zum Geburtstag. Hättest du gern Zucker in den Tee, Feenblüte? Oh, nein, danke. Und wie geht es deinem Mann? Sehr gut. Er ist gerade auf der Arbeit. Das ist strange. Er ist ja so hübsch. Lass das, Aiden. Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will. Nur weil der Aiden ein bisschen grobmotorisch ist, weißt du? So, Badezimmer, war mal da, war mal. Ist hier oben noch weiter? Machen wir natürlich. Das muss man rein. Jody. Nein, Aiden. Mami wird sicher böse mit mir, wenn wir das anfassen. Mal bei Mama mal ins Nachtgrundsicht? Nein, Explorer. Gott, Mama, die Bibel da liegen. Was ist da oben? Ist das unser Weihnachtsgeschenk? Jody, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Klar, kein Problem. Okay, damit haben wir nur Mama getriggert. Aber nicht direkt Mama, oder? Wir haben hier noch ein Telefon. Hallo? Hi, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Das Wetter ist grauenvoll. All dieser Schnee, ich hoffe, das hört bald auf. Kinder sind so anstrengend, wenn sie nicht rausgehen können. Aiden, Schluss damit! Oh, Papa. Bitte, Jody. Ich hab zu tun. Typisch Vater. Kann man ihn nicht ärgern. Hast du nicht irgendwas Besseres zu tun? Aiden, lass ihn in Ruhe! Ja, okay. Ich glaube nicht, dass wir ihn dazu kriegen. Mit uns zu spielen oder so. Warte mal, vielleicht passiert was.
Aber sie ist ja ihr Leben lang jetzt Einzelgänger, kann das sein? Als Kind keine Freunde, als Teenie keine Freunde und als erwachsener Mensch dann auch nicht. So, wir sollen in die Garage. Können wir uns jetzt anziehen? Ne, können wir nicht. Wie kommen wir denn in die Garage? Wir sollen ja bestimmt nicht auf Strümpfen raus. Kommen wir von hier aus in die Garage irgendwie? Jody? Ja? Hast du das Öl geholt? Bin dabei, Mama. Komme! Das Öl. Ja, nicht. Ja. Schatz. Alles okay? Oh, es war nur die Glühbirne, Schatz. Dein Vater sollte die längst ausgetauscht haben. Ich hab was gesehen, Mami. Das hast du dir bestimmt nur eingebildet. Da ist nichts. Guck. Weißt du, Erwachsenen passiert das manchmal auch. Ist okay. Ja, ich glaube mitunter heute noch an das Monster unterm Bett. Meistens ist es dann nur der Hund, aber... Hey, Schätzchen. Warum gehst du nicht draußen spielen? Ich rufe, wenn es Essen gibt. Ja, Mami, wenn ich mich nicht anziehen kann, kann ich nicht rausgehen spielen. Wir haben nur Socken an. Ah, jetzt, okay. Vielleicht dürfen wir jetzt einen Schneemann bauen. Jody, wo willst du denn hin? Da geht's nicht in den Garten. Ach so, okay. Wer will denn in den Garten? Wir sind doch schon groß. Ich gehe ja schon. Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder, Aiden? Dir ist nie kalt. Ist aber... Wir können keinen Schneemann bauen. Können wir den schaukeln? Schubst du mich an, Aiden? Komm schon, los, Aiden!
dann halt nicht. Es macht eh keinen Spaß. Fußball spielen, Fußball spielen. Und. Oi. Lass das, Aiden. Mir ist nicht nach Spielen. Komm. Komm schon, los auf ihn! Hast du das gehört? Das kam von der Straße. Das wirst du bereuen, Fiesling! Da hinten! Erwischt! Au! Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das wirst du bereuen, Fiesling! Das! Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Er versteckt sich da hinten. Das wirst du bereuen, Fiesling. Du könntest auch mal helfen, Aiden. Da hinten. Aiden, du bist der Beste. Ja, dann mal durch. Achso. Jody, willst du mitspielen? Ja. Komm, mach schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingesalbt. Komm, mach, wirf schon. Ah. Aha. Komm schon, los auf ihn. Au. Hey, das ist fies. Ei. Okay, ich schwör's dir. Nimm das. Stopp, weg damit. Erwischt. Komm schon, los auf ihn. Er ist da drüben. Aha. Du bist tot, kleiner Mensch. Ich hab dich. Nein, nein, lass mich gehen. Nein, nein, stopp. Oh ja, eine Eisbäche. Wer kennt's nicht? Was ist hier los? Sie ist eine Hexe! Ich schwör's euch! Jody Holmes ist eine Hexe! Komm mit, komm mit! Wir gehen heim! Komm, komm mit! Geh jetzt ins Haus! Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst! Die anderen haben gespielt! Ich wollte nur mitmachen! Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp! Ich habe gar nichts gemacht! Aiden war es! Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jody, nein, diesmal gibt es richtig Ärger! Philipp, nee! Ich glaube, Papa ist total überfordert. Jetzt! Oder er ist ein Arsch. Eins von beiden. Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Gute Nacht. Nacht, Mama. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Doch, die gibt's. Ich lass das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Thank you.
solltest sie nicht so anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen. Susan, das ist ein Monster. Hör sofort damit auf, so über sie zu reden. Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott, nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern. Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht sowas. Das sind nur Adoptiveltern. Schlaf schön, kleine Jodie. Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. Ja, da frage ich mich jetzt, war das Aiden gibt es wirklich noch eine zweite Macht in dem Sinne? Und warum hilft Aiden ihr nicht dabei? Oder gegen? Was? Kein Keks gegessen. Was? Wir haben keinen Keks gegessen. Garage eingesperrt, etwas Freches angestellt? Nö. Schuhkarton übersehen? Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Bis dann, tschüss, bye bye und ciao, ciao.